Ja, moin und hallo, hier ist wieder Tom aus den Streets of Curious City. Und ich komme heute mal zum vierten Teil meiner Flohmarktfunde von Anfang Juni. Und ich habe 11 weitere Sets zum Zeigen. Natürlich alle wieder unvollständig. Aber zum Beispiel fehlt bei einem Set, was ich jetzt dabei habe, nur ein einziges Teil. Naja, fangen wir mal hiermit an. Das ist von Lego Drone Racers. Ein kleines Rennwiegelchen mit vielen Technikteilen. Fehlt zum Beispiel die Hinterräder. Und da soll ein Aufzugsmotor bei sein. Und ich habe sogar Aufzugsmotoren dabei, aber nicht den dazu. Naja, kommen wir zum nächsten. Ein weiterer Rennwagen, diesmal ein Technik Racer. Und auch hier fehlen einige Teile. Die Räder zum Beispiel fehlen alle. Aber ansonsten ist das gut gefüllt. Auf jeden Fall Pins und Axles sind bisher immer alle dabei gewesen. Gelb und schwarz, ein bisschen grau. Und dann komme ich zum nächsten. So, das sind zwei Rescue Sets. Einmal ein großer Hubschrauber. Die finde ich sogar gar nicht so schlecht. Allerdings fehlen auch hier natürlich die Scheiben zum Beispiel. Die Figuren sind nur zur Hälfte da. Also nicht die Hälfte der Figuren, sondern halbe Figuren. Und dieses habe ich schon mal ein bisschen aufgebaut mit den Teilen, die da sind. Kleines Autochen, nur eine Tür dabei und sowas. Aber da sind die Räder zumindest dabei. Von den Gegenständen und den Figuren, man sieht es, ein Oberkörper und ein Kopf. Helm fehlt, Hose fehlt, die Arme und Hände fehlen. Von der Ausrüstung fehlen zwei oder drei Teile. Aber naja, mal gucken, ob ich das aufbaue. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht hat jemand Interesse an Rescue und würde die gerne vervollständigen. Also ich werde erstmal selber gucken, was ich noch an Teilen davon habe. Und dann mal schauen. Das waren vier, folgen noch sieben. Jetzt kommen wir zu Slicer. Das ist der City Slicer. Hier fehlt das Zahnrad. Also ich habe 6 Slicer Sets dabei und jedes Mal fehlt dieses große Zahnrad davon. Und von den Scheiben, die abgeschossen werden, habe ich eine einzige und zu jedem Set gehören etwa 2. Aber sonst ganz nett. Dann haben wir hier den Fire Slicer. So. Auch hier fehlt natürlich das große Zahnrad und die Scheiben. Von den Flammen habe ich nicht genug. Also ich hatte nur 2 dabei und die sind im Harry Potter Set gelandet. Aber Flammen habe ich sogar noch. Das Zahnrad und die Scheiben sind eher das Problem. Hier hängt auch denn der Kopf ein bisschen. Ganz witzig. Kommen wir zum nächsten. Der nächste ist der Ice Slicer. Muss ich ja nicht sagen, dass hier das Zahnrad fehlt. Die beiden Halterungen für die Beine fehlen. Aber die Beine sind beide dabei. Scheiben fehlen natürlich auch wieder. Ja, diese Kopfteile, die hängen natürlich jetzt immer ein bisschen. Das Teil, was hier noch aufgehört, fehlt hier. Naja, nächster.
Das hier ist der Sub-Slicer. Kann man natürlich immer ganz gut an den Teilen, wenn sie dabei sind, erkennen. Schlauch ist dabei. Da fehlt noch ein Teil. Das Teil ist dabei, da fehlt ein Arm. Das ist die Hand mit der Waffe. Der Kopf gehört natürlich hier rein. Das wird da durchgeschoben. Das ist mir rausgerutscht, weil eben der andere Arm fehlt. Aber sonst, naja. Nächster. So, das ist ein gigantischer Slicer. Der Kopf fängt natürlich wieder nach hinten. Hier fehlt eine Hand und das große Zahnrad natürlich. Die Waffe ist dabei. Und die Discs fehlen natürlich auch. Die finde ich schon recht cool. Das gehört noch nach hinten hier. So. Erinnert mich an einen Film und zwar Ready Player One. Die eine Begleiterin, die hat ja auch so ein Zwischenstück im Körper als Spielfigur. Kennt ihr den Film nicht? Solltet ihr mal angucken. So, und dann kommt der letzte. Das ist auch der erste, den ich aufgebaut habe. Und das gehört natürlich wieder so. Zahnrad fehlt. Hier gehört noch ein schwarzes Samurai-Schwert rein. Eine schwarze Antenne ist hinten dran. Die ist dabei. Und die einzige Scheibe. Habe ich natürlich erstmal nach der Scheibe gesucht. Dadurch habe ich die natürlich zuerst aufgebaut. So, das war nicht leiser. Dann folgt das letzte. Und dieses sind ganz, ganz viele Teile. Aber bei weitem nicht alle. Von einem Wolfpack Castle der 6075. Figuren fehlen, Schilde fehlen, da ist noch ein schwarzer Papagei oder Krähe oder sowas bei. Nee, nicht schwarz, grau. Und sowas alles fehlt da. Aber von den Teilen sind einige dabei. Zum Beispiel die beiden Felsteile sind dabei. Also die größeren Teile sind fast alle dabei. Viel grau, viel schwarz, ein bisschen rot. Naja, ich zeige es ja jetzt nochmal. Und dann war es das für heute. Einmal werde ich noch ein Video drüber zeigen. Ein paar Fahrzeuge weiß ich noch, die dabei sind. Alle Teile werde ich nicht verbauen, da ich nicht alles rausfinden kann, wozu es gehört. Naja, dann war's das für heute und ich sag Tschüss.